Pumpspeicherkraftwerke arbeiten folgendermaßen. Wird Strom erzeugt, arbeitet die Anlage im Turbinenbetrieb. Der Generator produziert Strom. Das Wasser aus dem Rotgüldensee und anderen Bachfassungen treibt die Turbine inmitten des Berges an. Damit Wasser aber nicht ungenutzt im Moor abfließt, dient ein Speichersee, der Ölschützenspeicher, als Auffangbecken. Im Pumpbetrieb dreht sich die Richtung des Wasserlaufes um. Die gleiche Turbine arbeitet nun als Pumpe und fördert das Wasser aus dem Ölschützenspeicher in den 500 Meter höheren Rotgüldensee. Dort wird es so lange gespeichert, bis es zur erneuten Stromgewinnung gebraucht wird.